Hier werden schon im Netz Stoßgebete verkündet, dass ich gutes Netz habe. Gebete schreiben die Leute. Es ist schön, dass ihr mit mir so mitfiebert. Die Frage in die Runde. Heute schon zum vierten Mal. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Und bitte gebt mir gute Nachrichten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich heute mit euch einen schönen Livestream machen könnte. Der Matthias meint mal, ja. Jetzt ist die Top. Alle guten Dinge sind vier. Ja. Oh mein Gott. Im Ernst, oder? Moment, ich teste Kameras noch. Die obere Kamera, okay. Die habe ich jetzt mal weggeschaltet. Ich dachte einfach nur Fehlerbehebung. Ne? Ja, Leute. Okay. Also dann, ich starte jetzt mal und ich verlasse mich darauf, dass ihr auch gleich mal schreibt, wenn es wieder schlechter wird. Wie bei Fallout 4, war der Beste, auf jeden Fall. Guten Abend, Jungs und Mädels, liebe Freunde des 3D-Buchwahns und des Bemalen-Selbigens. Hallo und herzlich willkommen aus den Artstudios und Innsbruck. Ich bin der Matthias und wir machen heute farbentechnisch total wirres Zeug, denn ich habe es zwar heute schon, ich habe das mitbekommen, viermal versucht, anzuteasern, aber wir haben ich hole das braune Teil immer noch rein. Ich habe den vor ein paar Tagen gedruckt und der sah scheiße aus. Ist Holzfilament. Die 3D-Druckdaten sind übrigens unten schon verlinkt. Soweit sind wir schon gewesen. Ihr könnt ihn jederzeit nachdrucken. Ich rate euch, ihn nicht unbedingt zwingend mit einem normalen 3D-Drucker PLA-Filament zu drucken, sondern falls ihr die Möglichkeit habt, einen Resin-Druck in der Größe zu starten, macht das auch. Der hat viel zu viele Details. Ton ist immer noch blöde, aber man kann dich verstehen. Okay. Also, wenn es wirklich scheiße wird, dann schreibt. Und übrigens, wenn ihr im Chat hier jetzt gerade live dabei seid, schreibt einfach @Matthias oder @Schreckhoferart, glaube ich, ist. Dann sehe ich das hier rot aufleuchten im Chat und kann sofort darauf reagieren. Wenn viele Leute schreiben, lese ich immer nur so sporadisch mit oder sobald mein Name fett aufpoppt, dann werde ich sehen. Ich glaube, ihr müsst @Matthias Schweighofer. Probiert mal. Ihr könnt auf jeden Fall dann meinen Namen anklicken und dann könnt ihr... Jetzt, ihr kriegt es gleich hin. Sehen wir gleich. Gerade, dass wir alles gut getestet haben. Ja, Schweighofer schreibe mit Christian. Vielleicht liegt es daran. Irgendwann mal hat schon mal jemand geschafft, das hinzubekommen. Ist aber nicht so tragisch. Die meisten werden es. Da, schau! Armin hat es hinbekommen. Wunderbar, Armin. So okay, genau, Kiki. @ Matthias Schweighofer Art. Und dann poppt es bei mir riesengroß rot auf, als würden hier die Warnlampen leuchten. Ich habe das Teil mit meinem Bettschubser. Nein, eben nicht mit meinem Bettschubser, mit meinem Ender 5 Plus, mit dem Drucker, der oben den Druckkopf bewegt, gedruckt und dementsprechend kann ich auf ein äußerst gutes Ergebnis verweisen. Er hat hier zwar noch so ein bisschen Struktur drinnen, aber die Struktur kommt in diesem 3D-Druck sowieso vor. Also würde ich sagen, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass der gar nicht so schlecht geworden ist. Und vor allem, ihr seht diese Kette hier, der 3D-Designer von diesem Becher hat sich echt Mühe gegeben, das hier sehr detailliert zu machen. Aber man kann hier das Winter is Coming noch ganz gut lesen. Aber da steht hier noch Stark und das Stark kann man zum Beispiel nicht mehr lesen. Das sind nur mal ein paar Punkte. Ich selbst habe das Teil mit einer 0,4 mm Nossel gedruckt. Wahrscheinlich, wenn man eine kleinere Nossel nimmt, kriegt man dann auch die Details besser raus. Ich habe Tree-Strukturen, also Tree-Support genutzt und kannst du das mit dem Ender... Das kann man mit dem Ender 5, ja genau. Das Originalfilament, das Holzfilament, weil wir hier gerade die Frage haben, das hat garantiert Wasser gezogen. Das ploppt überall auf. Und das Holzfilament ist aber auch kein Filament, das wirklich... Also das ist ein Filament, das muss viel getestet werden. Da kann einem so ein Durchfallklotz am Schluss auch rauskommen. Zu den Druckeinstellungen noch. Ich habe 4 Wandstärken, 13% Infill und das Ganze mit 65%iger Geschwindigkeit, also 65
Millimeter die Sekunde, glaube ich, heißt es. Ja, genau. Schweighofer ATS, Christian, du kriegst das nicht hin. Du musst Matthias Schweighofer, glaube ich, schreiben. Kannst du den Ender 5 empfehlen? Ich habe einen ER10 Pro V2 und suche noch einen zweiten Drucker. Also der Ender 5 Plus ist für mich der immer noch beste Drucker, den ich besitze. Holzfilament hat auch mindestens eine 0,6er Nozzle und am besten gehärtet. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Seht ihr, so lernt man. Mein Filament ist grau. Damit ihr auch seht, welches Filament ich genutzt habe. Ich habe das GreenTech-Filament genutzt. In grau, das ist das Filament, mit dem ich immer arbeite. Mit einer Hitze von 208 Grad bei Ender 5 Plus wird hier gedruckt. Die Druckbetttemperatur war ursprünglich auf 60 Grad und ab dem fünften Layer geht er dann in den Energiesparweltfriedensmodus und schaltet die Druckplatte auf kalt, weil dann hält das Teil auch. Und apropos halten, es haltet wunderbar. Wenn ihr diesen Boden hier mal vergleicht zu diesem Boden, da ist ordentlich Unterschied. Ich kann es natürlich auch besser in dieser Kamera zeigen. Ich habe nämlich noch etwas gemacht, und zwar dieser Druck hat eigentlich noch so eine Kerbe drinnen und da drunten ist nochmal das Game of Thrones Logo drinnen, was so oder so furchtbar ist zu drucken. In den untersten Schichten, man kennt das auch beim Benji, wenn da Schrift drinnen ist, da sieht man sehr schlecht. Ich habe diesen Druck, und man sieht es vielleicht auch von vorne, der ist ein bisschen niedriger, den habe ich schlichtweg in Cura einfach ein bisschen in den Boden reingeschoben. Und so habe ich jetzt eine glatte Unterfläche und das geht wunderbar. Holzfilament ist wie Filament mit Metall. Das reibt das Innere der Düse ab. Darum gehärtete nehmen. Das stimmt, genau. Bin mit meinem Ender 5 Plus ebenfalls sehr zufrieden. Ich würde auch sagen, dass ich das unterschreiben kann. Ich habe zwar viel schon dran rumgebastelt, aber gut. So, dann wurde der ganze Becher, weil er ja nicht schwarz ist, sondern grau war, mit einem schwarzen Spray und einem Matten von Citadel lackiert. Und der erste Arbeitsschritt, den wir jetzt hier machen, der ist, dass wir die Highlights setzen. Und nochmal ganz kurz in die Frage, geht das Internet immer noch? Ich traue dem Frieden noch nicht ganz, aber haben wir hier eine gute Verbindung? Seht ihr mich scharf? Ja? Könnt ihr mein T-Shirt erkennen? Liegt es am Bild oder hat man diesen Fleck? Nein, tatsächlich, ich hab mehrere Einschusslöcher, hier und hier. Da ist einer. Das ist Superkleber. Den kriege ich nie mehr wieder raus. Daumen hoch. Wunderbar. Aber wo Daumen hoch? Ihr könnt jederzeit dieses Video liken. Da werde ich vergessen, was zu sagen. Ja, das täglich Brot. So. Die muss kurz aufgeschüttelt werden und legen wir los. Ich habe voll viel Farben hier. Wir wollen geil bemalen, oder? Das Wichtige an Spraydosen ist, die sollten am besten vorher im warmen Wasser liegen, damit sich alle Pigmente, die da drinnen sind, von den Wänden lösen. Denn auch Farbe hat im Prinzip, wenn sie lang steht, Flüssigstoffe drinnen, die aufschwimmen und Fettstoffe, die absickern. Und deswegen sind da auch Kugeln drinnen. Und wenn man das Ganze aber warm macht, also nicht in die Mikro, bitte. Ne? Nicht in die Mikrowelle, nein. Oder auch nicht in das Backrohr, sondern einfach nur in ein handwarmes Wasserbad legen. Dann kriegt ihr einen sehr seidigen Sprühnebel raus. Kalle, grüß dich! So. Wie geht's weiter? Ich brauche irgendwas zum Draufstellen. Ich nehme das Teil hier. Dann schreibt natürlich jetzt hier enorm meine Schaukel, aber ich spraye jetzt in ungefähr so 60, 50 Grad Winkel von oben nach unten das Weiß. Und zwar, dass ich, wenn ich so reinschaue, immer noch das Schwarz sehe, aber von oben das Weiß habe. Das seht ihr dann gleich, was da rauskommt. Die Schweiz ist auch da, grüß dich. Ich brauche wirklich nicht viel Farbe. Kleine Stößen hier das Ganze machen.
Das ist im Übrigen eine sehr, sehr schwere Farbe. Ist kein Lack in dem Sinn. Und diese Farbe sickt sofort am Boden ab. Ich hab's gleich. Ein bisschen brauche ich noch. Und ist binnen, ich würde fast sagen, Sekunden trocken. Ist der Uhu Sponsor der heutigen Streams? Der Uhu war noch nie Sponsor. Wird es auch nie sein. Wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. So, das Ergebnis ist eben folgendes. Ne? Wir haben, wenn wir jetzt so reinschauen, relativ dunkle Stellen. Das sind aber auch die schwarzen Stellen, die ich gerne schwarz haben möchte. Und wenn wir von oben schauen, wird das Ganze viel weißer, weil ich einfach nur von einer Richtung hier reingesprayt habe. Was da drinnen dann am Schluss gemacht wird, sage ich euch noch später. Aber ich möchte eine Lichtsituation, eine Lichtstimmung jetzt schon auf das Teil hier malen. Und wenn ich es schon schaffe, unten die schattigen Sachen zu machen und oben die angeleuchteten, wirkt das Ganze schon viel besser. Ist die Schaukel aus deinem speziellen Spielzimmer? André, glaubst du, diese Frage ist das erste? Glaubst du es wirklich? Seit wann darf ich drinnen lagieren? Moment, ich muss euch ein bisschen kippen, damit ihr ein bisschen mehr seht. So. Ich lackiere einfach drinnen, wenn ich so etwas zeigen möchte. Sonst lackiere ich draußen. Ich lackiere hier momentan neben den 3D-Druckern, aber es funktioniert. Zum Thema des Wasserstellen. Hat sich schon mal jemand die Füße verbrannt, als er sich eine Dose Suppe warm machen wollte? Auf der Dose stand öffnen, ins kochende Wasser stellen? What? Nein, Galil, ich glaube, das ist auch nicht Thema des heutigen Abends. Als nächstes stellt sich die großartige Frage, was soll man denn wo bemalen? Wie soll man anfangen? Ich möchte das hier wie Fellstruktur hier machen. Das soll wirklich Eis sein. Die Logos möchte ich silbern machen. Hier unten hätte ich mir unter Umständen auch vorgestellt, entweder einen silbernen Heraldikkranz hier rum machen oder einen goldenen. Wobei Gold bin ich mir auch nicht so sicher. Ketten auf jeden Fall silbrig. Ich glaube, wir werden heute ordentlich viel dry brushen, aber wir werden auch mit Airbrush arbeiten. Den hat er nicht verstanden, war womöglich, habe ich ihn nicht verstanden. Womöglich hast du einfach auch viel zu viel geschrieben. Flach ist auch nicht schlecht, okay, gut. Wenn ich jetzt anfangen würde. Moment, ich mache die Basisfarben jetzt und dann fange ich mit dem Airbrush an, weil ich gehe davon aus, dass wenn ich den jetzt von oben her airbrushe und quasi von oben her vereisen mache und nach unten hin wird da vielleicht noch ein bisschen Schnee verschneit, dann wäre es toll, wenn wir vorher schon die ganzen Logos und alles bemalt hätten. Davon gehe ich aus. So, wir brauchen mal ein bisschen Farben hier und da schauen wir mal, dass wir ein bisschen weiter rauszoomen können hier. Raus, habe ich gesagt. Schauen wir mal, ob ich auch noch drinnen bin. Ja, so ein bisschen. Und ich habe hier meine Army Painter Farben. Und ich brauche mal irgendwas Silberiges. Hier haben wir Silber. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, das Logo in Metall zu machen oder in Stein. Was würdet ihr machen? Metall oder Stein? Moment, ich mache kurz eine Umfrage. Die könnt ihr natürlich jetzt gleich machen. Ihr entscheidet damit, wie das Ganze wird. Könnt ihr mal abstimmen. In ein paar Minuten werden wir dann das Ergebnis sehen. Schweden ist auch da. Taxamücke, grüß dich. Vielleicht einen Eiszapfen unten mit Heißkleber zu realisieren. Müssen wir schauen, müssen wir schauen. Okay, einige schreiben hier schon Metall. Wir sind auf 57% mit Metall. Wir stimmen ab, ob wir das hier auf beiden Seiten, ob wir das metallisch machen oder Stein. Denn das hier ist eigentlich alles Stein. Das soll alles eine Steinstruktur ergeben. Geil wäre, wenn der Druck ohne Ketten gewesen wäre und man dann eine echte angeklebt hätte. Ja,
Weil ich sagen muss, bis auf diese Stelle hier hat die Kette überall relativ gut funktioniert. Ich bin ziemlich zufrieden gewesen. Okay, 67% meine Metall. Dann probieren wir es auch. Ich habe hier Platinette. Ich habe eigentlich total viel verschiedene Metallfarben, aber irgendwie muss ich die vielleicht noch hinten holen. Schauen wir uns doch einfach mal an, was die so für Farben abgeben. Gut, ich arbeite nämlich lieber mit hellen Farben, um dann später sie noch abzudunkeln mit Washes. Oder Bronze würde, glaube ich, gut aussehen. Ja, kann durchaus sein, aber mit Kombination zu Blau schätze ich mal, dass das mit dem Blauen auch nicht, mit dem Silbernen auch ganz gut aussehen würde. Wir werden sehen. Ich werde das Ganze wirklich dry brushen. Halt nur ein bisschen Farbe auf Pinsel rauf. Und Schritt für Schritt diese Stellen hier eben leicht mit Farbe anpinseln. Achtet darauf, dass ihr nicht, also wenn ihr das selbst macht, was ich ja eigentlich befürworten würde, wenn ihr das Ganze druckt und dann selbst macht, dass ihr kein Problem bekommt und in den Nachbarbereich hier reinmalt. Also ich male immer weg von der Stelle, wo ich nicht reinmalen sollte. Und ihr könnt hier diesen Bereich, auch wenn wir vorher diese Farbgebung mit Weiß gemacht haben, durchaus komplett silbrig anmalen. Ist, wenn ein paar Schattierungen noch vom Schwarz oder vom Weiß zu sehen ist, ist es nicht schlimm. Aber ich denke, das wird gut. Schönes, shiny Metall. Wunderbar. Machen wir gleich alle metallischen Sachen. Solange der Pinsel noch nicht gewaschen ist, können wir das gleich machen. Ich stelle mir vor, dass das ganz gut aussieht. Bevor man jetzt eben anfängt mit Highlights oder Schattierungen oder so, malt erstmal die Basis an. Malt wirklich erstmal die Stellen in den kompletten Farben an, so wie ihr sie haben wollt. Dann tut ihr euch am Schluss dann auch leichter mit dem Shadowing und so. Die Anta ist auch wieder zurück. Anta, grüß dich. Naja, gar so viel hast du noch nicht verpasst. Außer, dass wir es eben nicht geschafft haben, rauszufinden, bei welchem Magazin du jetzt die Titelseite gemacht hast. Ich glaube, da ist unser Stream das letzte Mal abgekackt, weil Anta hat heute geschrieben, sie hat eine Titelseite. Ich wäre ja für Real 60-20. 60-02. Für Real, nicht Real. Real, Herr Schweighofer. Diese Farben trocknen auch sehr schnell und ergeben ein unglaublich gutes Bild. Seht ihr? Schaut schon mal ganz cool aus. So, der Pinsel wird gleich gewaschen. Muss nicht komplett ausgewaschen werden. Nur ich tunk den kurz mal in Wasser ein. Das ist mein Silberpinsel. Und ich brauche jetzt noch einen kleineren. Mal schauen, welchen wir hier am besten nehmen. Einen, um dem es nicht so schade ist. Genau. Starkstrommagazin war das. Okay, Anta. Cool, Glückwunsch. Könnt ihr hier eigentlich gut erkennen, wie ich male, was ich male? Oder muss ich die Kamera anders positionieren? Läuft der Stream noch gut? Alles Fragen über Fragen, aber ich bin halt sehr ein neugieriger Mensch. Bei der Kette würde ich definitiv kein Kupfer oder so nehmen. Die würde ich genauso silbrig machen. Und ich drehe mir das Teil schlichtweg so, wie ich es benötige, damit ich nicht vorbeimale. Man kann übrigens sauber malen trainieren. Ich bin immer erstaunt, wie genau mein Pinsel trifft. Sagt meine Frau auch immer. Nein, Spaß beiseite, aber solche Stellen zu bemalen und nicht auf andere Stellen ranzukommen, das kriegt man wirklich durch Übung ganz gut hin. Und man sollte natürlich auch die richtigen Pinsel nutzen. Ich lese gleich, was ihr schreibt. Ich bin gerade hochkonzentriert und bin erstaunt, dass ich trotz einigen Kaffees heute kaum zittere.
Diese Kette ist tatsächlich nicht wunderschön gedruckt. Man sieht leider Gottes, gut, die ist auch nicht wirklich dick, aber man sieht manche Stellen, dass die nicht so exakt cool geworden sind. Vielleicht müssen wir diese auch unter Umständen ein bisschen verrostet machen. Denn auch so verstehe ich, wenn man irgendwelche Teile, die man vielleicht nicht so schön gedruckt hat, dann schlichtweg hässlich macht oder alt macht. So, die Kette hat unterhalb einen schwarzen Rand. Den haben wir ja nie mitlackiert. Der ist einfach nur grundschwarz. Da werde ich jetzt mit ein bisschen trockener Farbe leicht drüber bürsten, dass man erkennt, ja, da war noch ein bisschen Silber dran, aber das ist auch Schattengebung nach unten hin. Wie die Kette wackelt. Geil. So. Kurz mal trocknen lassen. Mal schauen, was ihr so schreibt. Wo ich jetzt das Metallene sehe, der Krug aus Holz, Wappenkette, Metallene aufstellen. Schauen noch mal ganz kurz. Ursprünglich das Teil geplant gewesen. Wir können ja dann später noch mal abstimmen. Ah, übrigens, die Abstimmung kann ich ja abschalten, die braucht man nicht mehr. Umfrage beenden. Es waren 60% am Ende des Tages für Metall, der Rest war für Stein. Wir müssen einfach mal rumprobieren. Feine Stellen müssen zwischen zwei Herzschlägen angepinselt werden. Das ist vollkommen Sniper. Weißt du von dem Schild die Ränder auch silber? Ja, jetzt. Jetzt male ich sie silber. Aber nicht mit dem Pinsel. Zack, zack, nächster Pinsel. Dazu brauche ich einen schönen Pinsel. Es gibt ein paar Pinsel in meinem Sortiment, die haben richtig Geld gekostet. Da muss ich aufpassen, dass ich sie nicht zu tief in die Farbe eintunke. Das möchte es tunlichst vermeiden, dass die Farbe zurück in den Schaft geht. Also ich versuche die Spitze nur zur Hälfte einzutauchen, dann klappt es auch. So, dann klappt es auch mit dem Auswaschen wieder und der Pinsel verliert nie seine Borsten. Aber pinseltechnisch gibt es so viele Tipps und Tricks, da könnte man mal ein eigenes Tutorial machen, aber da sollte man vielleicht dann auch den neuen Typ dabei haben, der sich mit Pinseln auch extrem gut auskennt, weil er halt selbst auch vom Warhammer-Figuren malen unglaublich viel Erfahrung in diesem Bereich mitbringt. Ob ich schon mal überlegt habe, Pinsel selbst zu machen? Ja, wenn ich mal Marder schieße, dann könnte ich mir Marderhaarpinsel machen. Nein, tatsächlich. Ich habe in meiner schulischen Karriere auf der Kunstschule gelernt, wie man Kiele macht, Federkiel bzw. Schilfkiel zum Schreiben. Aber Pinsel habe ich noch nie selbst gemacht. Glaube ich aber auch, dass das eine unglaublich schwierige Arbeit ist. Und ich kann mir vorstellen, dass solche professionell gefertigten Pinsel jenseits von dem sein werden oder sind, was ich jemals zustande bekomme. Oder hast du sowas schon mal gemacht, Clear? Heute keine Nasspalette. Nein, Nasspalette braucht man an und für sich, wenn man Reinfarbe nimmt oder wenn man, ich sage jetzt mal ganz salopp, keine solchen Sauereien macht wie ich. Wenn man jetzt hier nur trockenbürstet, und das werden wir heute noch viel machen, dann bringt eine Nasspalette eigentlich wenig. Aber eine Nasspalette ist nichts anderes als wie eine Schale, in der eine ja, schwammige Platte drinnen liegt. Darüber kommt ein Blatt Papier. Das Papier saugt sich leicht voll mit Farbe, mit Wasser. Und dann hat man eben den Effekt, dass die Farbe einem nicht eintrocknet und dass sie immer frisch bleibt. Wenn ich aber trocken bürste, ist so eine Wet Palette manchmal nicht das Allercoolste, weil ich dadurch die Farbe auch so in gewisser Weise verdünne. So, damit hätten wir mal die wichtigsten Sachen durch, was Silber angeht. Hängt der Stream nur bei dir? Na, hoffentlich nicht. Ich überlege, ob ich meine Katze verpinseln soll. Es gibt Leute, die zum Beispiel, nachdem sie mit Silber gemalt haben, ihr komplettes ihre Farbe wieder wechseln,
weil Silber, Kupfer, Gold, Bronze, das sind alles Farben, die sehr schwere Pigmente haben. Und diese Pigmente, die wirst du dann, wenn du zum Beispiel jetzt nicht so einen Becher malst, sondern danach ein Gesicht, wirst du in der Gesichtsfarbe diese Pigmente noch sehen. Na, heute aber. Aktuell läuft der Stream einwandfrei, Gott sei Dank. Also ich muss echt darauf hinweisen, ich werde in Zukunft eure Ratschläge durchaus behelligen und wirklich erst später streamen. Da läuft es anscheinend. So ein Jack Russell Terrier Pinsel lässt sich bestimmt auch gut verkaufen. Gut. Tendiere ich jetzt dazu oder tendiere ich nicht dazu? Das ist jetzt die gute Frage. Ach so, wir haben hier alles so Schilde runter. Werde scharf. Hier, das sind alles so Kupferschilde oder ja, Messingschilde. Das können Beschläge sein. Das kann man alles theoretisch schildtechnisch machen. Dann gibt es hier überall solche Riemen. Die könnten wir ledermäßig anmalen. Das wäre doch geil, oder? Vorne die Schilder vielleicht noch Silber. Und alles da dazwischen dann ledrig. Was haltet ihr davon? Lederfarben? Also die Schilder würdest du auch lederfarben machen? Ich finde, das sieht aus wie so ein Schuppenpanzer. Ich weiß nicht, gibt es Regeln dafür? Was hat der gemacht? Gar nichts hat der gemacht. Das steht ja gar nicht da. Aber Lederriemen und vorne Metallschilder. Ich habe noch ein bisschen metallische Farbe. Wäre ich dabei? Wäre ich dabei? Das braucht halt sowieso ein bisschen, bis wir das Teil bemalt haben. Da müsst ihr einfach klarkommen. Wir können auch gerne auch über andere Sachen noch quatschen. Mich hat halt übrigens jemand auf YouTube schwerstens beleidigt. Tatsache. Man kann ja auch im Nachhinein noch unter meine Videos schreiben. Und der hat unter ein Video geschrieben, dass er vermutet, dass ich das Ganze, was ich hier jetzt mit euch mache, nur wegen dem Geld mache. Und dass er das extrem enttäuschend bzw. katastrophal findet, dass ich so ein Mensch geworden bin. Was soll man denn da schreiben? Soll man schreiben, hey, meine Arbeit wäre ganz toll, wenn sie bezahlt wäre? Oder dich? Oder was soll man da schreiben? Die Schilder Messing oder Kupfer, würdest du sagen? Tja, blöd, dass ich jetzt schon metallisch hier bin. Aber vielleicht können wir einen Kupferstich drauf machen. Die Basis wäre eigentlich dieselbe. Glaubt ihr, dass ich das nur wegen dem Geld mache? Dann würde ich nicht auf YouTube streamen. Ich mache das, weil ich euch mag. Und weil ihr zum Beispiel alle schon 40 Mal oder zumindest fast alle, sehr viele 40 Mal auf diesen Like-Button geklickt haben, was ich total toll finde. Aber leben oder Geld daraus ziehen, wird schwierig. Gar nicht schreiben, don't feed the trolls. Ja, manchmal denke ich mir so, es liegt mir schon auf der Zunge, irgendwas Böses zurückzuschreiben. Aber dann hast du schon recht, dann bin ich ja eigentlich derjenige, der diesen Leuten wieder so eine Angriffsfläche gibt. Ne? Also so nach dem Motto, ja, sie konnten ihn beleidigen, den Schweighofer. Malst du mit dem Bart? Ich muss da echt aufpassen. Ich könnte dann, wisst ihr, was wir machen können? Wir können Bartpinsel machen. Borstenpinsel vom Schweighofer. Dann machen wir einen Feinhaarpinsel mit den Haaren vom neuen Typ. Und einen Bartpinsel vom Schweighofer. Oh mein Gott. Oder ein Achselhaarpinsel. Wir können verschiedene Körperbehaarungsstellen testen. Das wäre doch mal was. Ja? Schniedelwutz. Der Schniedel unter dem Wutz. Der beste Pinsel der Welt. Vielleicht hat das einfach nur noch niemand versucht. Ne? Das wäre doch mal was. Ja eben, der Claire meint mit besser mit Haaren vom neuen Typ. Der neue Typ tötet dich, wenn du seinen Bart anschnippelst. Das könnte man... Ich würde sowas echt, also da muss er dann, da muss er mit, ne? Also, wann kommt der
Aufruf zwecks Pinselhaarspende. Also ich möchte bitte keine Briefe von euch bekommen mit Haaren drin. Ich kann sie nämlich schwer zuordnen, von welcher Art des Körpers oder von welcher Stelle sie kommen. Die Bella würde das direkt kaufen. Shut up and take my money, Bartpinsel vom Matze gekauft. Ohrenhaarpinsel. Das sind dann so Einhaarpinsel. Was hast du eigentlich für einen krassen Schädel in deinen Shorts gezeigt, meint der Gabor. Den hier. Den? Das ist der H&M, der Hager und Mager. Das ist ein Skelett, das habe ich mit, was war denn das? Silikon, Badezimmer-Silikon, komplett eingeschmiert. Dann habe ich Watte in das Silikon und dann habe ich rote Farbe drüber. Und jetzt sieht das aus wie so ein halb verbrannter, haariger, immer noch etwas klebriger Kopf. Genau. Das war ein echter Skelett. Also das ist ein echter Schädel. Also so aus eBay. Aus dem eBay. Führerschein war keiner dabei, wusste ich nicht, von wem es war. Moment, ihr schreibt so viel. Ich glaube, ich mache die ganze Scheiße hier für lau. Modi hat endlich mal wieder einen Stream erwischt. Der Ante gefällt es natürlich. Der alte Typ, das ist der alte Typ, ja. So, ich hole schnell Lederfarbe. Ich habe irgendwo mal spezielle Lederfarbe gekauft. Die braucht man natürlich jetzt ganz dringend. Aber ich muss sie halt auch erst finden. Aber das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Oh, da habe ich noch überhaupt geile Farben, die wir brauchen. Ich komme gleich, Leute, ich komme gleich. Wo sind meine Lederfarben? Der neue Typ hat mir bestimmt die Farben geklaut. Alter Schwede. Ja, ihr wartet, ich weiß. Ihr müsst warten. Ich bin sofort da. Was für Scheiße. Der hat der neue Typ mit. Ich hab solche Farben, das sind Kontrastfarben, aber das ist eine grüne Kontrastfarbe, mit der man wirklich sehr gute Lederfarben erzeugen kann. Aber wir müssen es dann halt einfach händisch machen und mal schauen, was man für Leder braucht. Vielleicht braucht man für Leder Lederbraun, könnte sein. Matthias, kommt noch ein weiteres Video wegen der Space-Maske. Bin auf das Ergebnis gespannt. Ja. Die Weihnachtszeit kommt ja bestimmt. Diese Farben sind äußerst blöde, wenn es darum geht, sie ganz neu zu nutzen. Dann muss man die aufmachen. Das ist eine Riesensauerei. Dann braucht man Metallkugeln. Eine Metallkugel da rein. Jetzt wieder alles zumachen, nicht vergessen. Und jetzt kann man die richtig gut aufschütteln. Und jetzt sollte die Farbe auch wesentlich schöner hier rauskommen. Ja. Genau. Diese Farben, da kann man den Pinsel auch wieder voll und ganz eintauchen. Das ist überhaupt kein Stress. Und wegmalen von dem, was nicht bemalt werden soll, läuft hier eigentlich auch ganz gut. Und auch beim Leder würde ich sagen, ich gebe dem Leder oder diesen Lederstreifen jetzt
mal eine Grundfarbe, die wir dann etwas waschen und dry brushen werden. Ja, und dann wird das Ganze schon besser. Ist eigentlich die Salzkreis schon hier? Denn ich warte mit dem Airbrushen natürlich, bis Salzi da ist. Ich meine, Kiki ist auch ein Riesenfan von Airbrush, aber Salzi ist da auch eine Liebende davon. Ihr seid immer noch bei den Haarpinseln. Das fandet ihr eine geile Idee, gell? Arschhaarpinsel vom Schweighofer. Rückenhaarpinsel. Der Rückenhaarborstenpinsel eignet sich perfekt, um Küchenkästchen innen auszumalen. Salzi ist noch nicht da. Ich schreibe sie mal fix an. Ja, das ist nicht tragisch. Wenn Salzi mal nicht dabei ist, ich sag nur, also nicht, dass die muss wahrscheinlich noch arbeiten. So, auch hier, man kann das natürlich viel gewissenhafter machen, aber ich schätze mal, durch das Blenden, das am Schluss mit der Airbrush dann vonstatten geht, werden wir hier relativ viele Sachen nicht mehr so genau erkennen. Oder ich rede es mir einfach nur gerade schön. Kann natürlich auch sein. Muss ich hier ein bisschen ranzoomen, dass ihr was seht? Oder geht's noch? Vielleicht ist das auch farblich nicht ideal für euch hier mit den Spiegelungen. Ich glaube, Salz ist genau heute unterwegs. Ah, okay. So, hier unten haben wir noch eine Stelle. Und dann gleich auf die andere Seite. Tatsache, dieses Teil ist so filigran ausgearbeitet, dass man wirklich sehr viele Stunden auch auf so einer Malerei verbringen könnte, je nachdem, welche Techniken man anwendet. Ich muss immer schauen, dass ich auch in der Kameraperspektive hier male, dass ich auch wirklich was erkenne und ihr aber ebenfalls. Wenn ich mit Photoshop und Co. nicht mehr läuft, macht man dir es einfach Eigenhaarpinsel. Genau, da gibt es so wie Leute, die so eine Quelle haben und nur zu Vollmond im Prinzip ihr Wasser abfüllen. So würde ich das dann auch machen. Ich mache dann nur zu Vollmond einmal Haarschneiden und dann gehen halt 20 Pinsel raus oder so. Mehr geht ja bei mir nicht raus. Ne? So viel habe ich hier nicht an Haaren. Ist der Becher ein neuer Drucker? Nein, das ist ein neuer. Einer, der mit normalen grauen PLA-Filament gedruckt wurde. Der alte Becher, der bleibt so ein bisschen als Mahnmal bei mir in der Werkstatt. Der darf gerne nicht in den Müll wandern, sondern bleibt einfach irgendwo bei mir zu Hause liegen. Als Mahnmal, dass ich weiß, nie mehr wieder mit einer zu kleinen Nossel, was ich heute gelernt habe, und einer nicht gehärteten Nossel sollte ich dieses Filament drucken. So, wenn ich mich konzentriere, dann kann ich schlecht reden. Das ist echt schlimm. Das Ding hier? Nee. Leicht. Aber ich versteigere es, wenn dann erst zu unserem Spendenstream. Mit welchen Farben male ich das PLA an? Grundiert wird PLA, wenn ich es nicht fülle und nicht schleife. Mit Zitadellfarben. Spraydosen von Zitadell. Dell, so schreibt man es, dass ihr es auch mal seht. Großartig. Sündhaft teuer diese Dosen. Kostet 14 Euro eine Dose oder 16 Euro. Aber extrem ergiebig. Also mit den Dosen kann man wirklich großartige Sachen bemalen. Ich sage es einfach nur mal so. Also ich mache viel Cosplays, ich baue viel Rüstungen. Alles, was metallisch ist oder was lederartig aussehen soll, wird mit solchen Spraydosen grundiert bzw. auch schon fertig gemalt. Und die Ultras bekommen ein Autogramm auf dem Pinselstiel. Hey. Ich meine, ich fände es eine großartige Idee. Wir können da gern mal ein Video machen, wo ich versuche, aus meinen eigenen Barthaaren einen Pinsel zu fertigen. Aber ich glaube, da muss man echt schon einiges abschneiden. Und Spliss ist da ja auch nicht cool. Und es gibt ja Gründe, warum man feine Marderhaarpinsel oder so nutzt. Also ich muss mich da mal erkundigen, wie man Pinsel macht. Vielleicht macht man so einen chinesischen, so einen Ziehpinsel, wo man dann schöne Muster... Wir werden sehen. Ich glaube, das ist aber nichts für einen Livestream, weil das raubt mir jeglichen Nerv.
Wie wäre es, wenn du mal diesen Trend mit Filament aus PET-Flaschen ausprobierst? Meint der Körper. Ich habe es mir tatsächlich schon überlegt, für diejenigen, die es nicht wissen, man kann ganz normale PET-Flaschen in Streifen schneiden und daraus Filament produzieren. Das klingt jetzt sehr einfach, aber die Umsetzung ist nicht so leicht. Also allein die Apparatur, damit man das durch eine Nozzle wieder durchbekommt, dass man das aufdreht. Da gibt es schon Maschinen zu kaufen, aber die sind mir aktuell noch zu teuer und vor allem sind die energietechnisch auch nicht so cool. Also ich meine, klar, es ist toll, wenn man eine Plastikflasche wiederverwertet und daraus zum Beispiel so etwas macht. Dann verwertet man, ich muss das anders sagen. Eine Plastikflasche, eine PET-Flasche ist so oder so schon mal scheiße, dass es die überhaupt gibt. Ja? Okay, man könnte aus dieser Flasche, anstatt sie wegzuwerfen, jetzt Filament produzieren. Das wäre umweltschonend, würde man sagen. Ich sage nein, es ist nicht umweltschonend. Okay, man braucht vielleicht nicht die Mörderenergie, um das wieder zu Filament zu machen, aber was habe ich denn danach? Danach habe ich wahrscheinlich so etwas gedruckt. Und wie lange hält das, bis es im Müll landet und dann so oder so wieder im Müll landet? Versteht ihr, was ich meine? Also, ob ich aus einer PET-Flasche so etwas mache und beides in 20 Jahren dann eh nochmal 600 Jahre braucht, bis es verrottet, da kaufe ich lieber einfach Glasflaschen. Das lohnt doch nicht, meint der Nachmacher. Das ist Quatsch, was man da im Netz sieht, sieht gut aus, aber taugt nichts. Ich würde das gar nicht so sagen. Ich finde die Idee dahinter ja eigentlich cool. Ja? Aber man muss dann wahrscheinlich das ganze Plastikdruck, was wir hier machen, in Frage stellen, was ja eigentlich auch nicht so geil ist. Ne? Deswegen machen wir hier einen Stream, dass wir wenigstens ein bisschen lachen können. Vielleicht wird das aber auch ein Museumsstück und überdauert 1000 Jahre. Kann natürlich auch sein, dass irgendwann mal jemand das ausgrabt und sagt, Wahnsinn. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Wer das gemacht hat, muss ein großartiger Künstler gewesen sein. Kommt ins Museum. Am Mars haben wir noch ein bisschen Platz für das Museum. So kann es passieren. Das gehört für mich zum Thema Schuster, bleib bei deinen Leisten. PET wird von Profis zu Granulat verarbeitet und wiederverwendet. Das würde ich dann eher sagen, ja. Aber anderes Thema. Lasst uns hier weitermachen. Wie schauen wir denn momentan aus? Wir sind noch nicht ganz trocken. Die Farbe braucht immer ein bisschen. Länger als Silber. Werde scharf. So. Das Teil haben wir mal grundiert, Silber. Die Kette haben wir grundiert. Hier unten. Es bietet sich natürlich schon an, diesen Bereich hier unten mit dieser, ich sage immer Heraldik, aber mit dieser Verschnörkelung wirklich auch Bronze- oder Kupfermäßig zu machen. Was haben wir denn hier? Wir hatten hier so eine Farbe, das ist eher Grady Gold. Müssen wir nochmal rausdrücken und schauen, wie die sich so macht. Sonst habe ich, irgendwie gehen mir heute ein paar Farben ab. Die ist meines Erachtens nach viel zu shiny. Mal einen Finger drauf und leicht drüber hier. Mal schauen, wie das wird. Nein, eher Bronze, ha? Was sagt ihr? Hier in Österreich gibt es kein Pfand. Hier in Deutschland wäre es nicht rentabel. Ja, in Österreich gibt es deswegen kein Pfand, weil Österreich einfach Leute hat, die Pfandflaschen sowieso recyceln. Kupfer mit Grünstich. Oh, gute Idee. Klingt geil. Ich hole kurz Kupferfarbe. Dauert diesmal nicht so lang wie Leder. Habe ich nämlich schon gesehen. Vielleicht dauert es noch länger. Kupfer, Screwball hier. Dann brauchen wir noch Blau, habt ihr gesagt, ne? So Grünspan wäre geil. Da haben wir irgendwo, ja, ich habe alles, was wir brauchen. Ich musste immer mit der Taschenlampe rüber, weil hier ist überall Licht und da hinten nirgendwo. Könntest du mal einen Werkstattrundgang machen und deine ganzen 3D-Drucker im Hintergrund zeigen?
ein extra Video, Sam. Ja, könnte ich echt mal machen. Da muss ich nur vorher aufräumen. Wir testen mal. Hallo? Hallo Farbe, komm noch da. Oh. Schönes Kupfer. Ich hätte noch Screaming Bell, heißt die Farbe. Die ist auch von Citadel. Aber die ist eher so rotbräunlich. Wobei, da braucht es wahrscheinlich auch einfach nur eine Kugel rein. Weil nur weil man jetzt eine Farbe hat, heißt das noch lange nicht, dass das die richtige ist. Vielleicht muss man sie auch auf der Farbpalette hier ein bisschen noch verändern. Der Sven, als du da warst, hast du nur Lego gesehen. Ja, du hast viel zu viel Lego gesehen hier. Oh, wäre ein bisschen rötlicher. Hier haben wir ein bisschen goldener, ein bisschen rötlicher. Ich glaube, ich fange mit Gold an. Also mit dem Gulden, mit dem Göldlichen. Hey, Alte! Die neue Alte hat gerade 10 Euro gespendet. Danke. Aber sag jetzt nicht, du willst dafür den alten Becher hier haben. Das ist mein alter Becher, du bist die neue Alte. Aber hey, danke, voll geil. Du bist, glaube ich, seit 5 Monaten die Erste, die beschlossen hat, mir was zu spenden. Voll nett, danke. Freut sich der Schweighofer. Ich mache das nämlich nur wegen dem Geld, wisst ihr? Mit welchem Druck hast du den Becher gedruckt? Mit dem Ender 5 Plus. So. Aber die neue Alte hat ja jetzt endlich wieder Internet. Das hatten sie ja eine Zeit lang nicht. Wahrscheinlich haben die jetzt gespart und gesagt, wenn wir endlich wieder mal live sind mit dem Schweighofer, dann hauen wir dem 10 Euro rüber. Der freut sich bestimmt und das tut er tatsächlich. So, auch hier male ich nur die oberen Stellen. Die unteren bleiben so schwarz, wie sie ursprünglich waren. Und das ist jetzt ein Kupferrand, der hier entsteht. Der sieht momentan, jawohl, ich glaube, es ist schon cool. Es passt schon zusammen. Der Vorteil von so einem Farbenset, wie ich ihn hier habe, ich habe jetzt hier diesen großen Farbenkasten von Citadel, ist natürlich auch folgender, dass, also es ist so ein Farbkasten, ja, dass diese Farben von den Tönen her ganz gut abgestimmt sind. Die passen ganz gut zusammen. Und gerade was diese metallischen Farben angeht, die sind irgendwie besser zum Hantieren als mit den anderen Farben, die ich zum Beispiel jetzt hier von, wie heißt die andere? Model Air zum Beispiel. Da passen die nicht so gut zusammen. Ich mal schon wieder in der falschen Winkel hier. Die neue Alte schreibt, habe ich nur gemacht, damit sich das A-Loch, das sich bei YouTube angeschrieben hat, aufregt. Bleib, wie du bist voll okay. Genau. Ich will euch ja nur ausnutzen. So schaut's aus. Das ist mein Statement. Das freut mich. Oh mein Gott. So. Seht ihr, wie aggressiv ich mit dem Pinsel male? Ich reibe die Farbe hier richtig kreisförmig drüber, weil Kupferfarbe oder Bronzefarbe, aber auch die Silberfarbe, die ist so ergiebig, dass man manchmal einfach nur einmal eintippen muss und dann kann man hier alles wunderbar, was ist jetzt mit der Schärfe hier, sehr schnell und ergiebig ausmalen. Gefällt mir das jetzt? Das ist jetzt die nächste Frage. Jein. Vielleicht sollte ich diese Teile hier auch noch ausmalen. Das sind 4 Stück. Ja, aber wir haben ein bisschen Zeit. Wir müssen hier arbeiten. Es geht gar nicht anders.
Vielleicht sollte ich das aber auch nicht mit dem Pinsel machen, sondern wieder mit dem besseren. Sind die Farben denn besser als die von Revell? Oh, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich muss dazu sagen, dass ich von Revell überhaupt keine Farben nutze. Ich habe Army Painter, ich habe Citadel-Farben und ich habe Vallejo-Farben oder Vallejo-Farben, weil das Farben sind, die man auch extrem gut verdünnen kann und somit airbrushen kann. Also ich sage mal so, die Vallejo oder Vallejo-Farben sind die besten Farben, die ich habe zum Airbrushen. Die Army Painter-Farben, die haben einfach, sind gute Pigmentfarben. Die Revell-Farben sind meines Erachtens nach ja ganz häufig auch Revell-Lacke. Ich weiß gar nicht, ob die solche Farben auch besitzen oder verkaufen. Keine Ahnung. Ach, das war jetzt der falsche Farbton. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Das war die richtige. Revell-Farben trocknen ziemlich schnell nach dem ersten Öffnen. Ja, eben. Manche sagen, sie sind großartig, manche sagen, wie der Peter zum Beispiel, die sind grausam. Ich glaube, man muss auch einfach nur wissen, wie man sie nutzt. Der Thorsten zum Beispiel, der Punkt-Thorsten, der malt seine ganzen Modellautos alle mit Pinsel mit diesen und auch mit Airbrush mit diesen Revell-Farben. Und der kriegt das richtig gut hin. Also ich glaube, da gibt es auch 1000 Varianten, Tipps und Tricks, wie man mit diesen Farben umgeht. Ich, für meinen Teil würde ich behaupten, dass diese Farben, die ich hier jetzt nutze, gerade die Army Painter Farben, schlichtweg sehr einfach zum Handhaben sind. Du brauchst einen Pinsel, fertig. Bisschen Wasser zum Verdünnen. Du brauchst hier keine Lösungsmittel, gar nichts. Du kannst sie recht gut aus Kleidung wieder rauswaschen, was auch cool ist, weil ich bin einer, der auch mal aus Versehen irgendwie mal einen Tropfen irgendwo auf dem Shirt oder so hinbekommt. Geht auf jeden Fall wesentlich besser raus als Superkleber. Bei mir bleiben die Army Painter Farben immer leicht klebrig. Okay, das kann ich jetzt nicht behaupten. Also sie trocknen vielleicht auch anders wie Lacke. Das schon auch. Aber leicht klebrig? Nein. Ich habe aber auch mit diesen Farben noch nie versucht, zum Beispiel Autolacke wirklich schön zu bekommen. Also streifenfrei, glatt. Ich mache viel 3D-Drucke damit, bemale auch hauptsächlich diese kleinen Spielfiguren, mit denen wir hier arbeiten, also mit diesen Warhammer-Figuren, mit denen geht das extrem gut. Und das sind halt Farben, die nicht klumpen. Und wenn man sie verdünnt, und das kann man eben sehr gut mit Wasser machen, dann sind die auch nicht gleich schmierig, sondern haben einfach eine schöne Deckkraft. Aber ich glaube, so kann man genauso über Fahrzeuge diskutieren, welches besser ist, oder über sämtliche Werkstoffe. Jeder hat so seine Fans bzw. seine Lieblingsmaterialien. Und ich bin halt ein Fan von Army Painter. Es sind alles teure Geschichten. Das ist leider Gottes, egal ob Revell, Army Painter, Vallejo oder Vallejo. Ich weiß nicht, sagt man Vallejo oder Vallejo? Die kosten. Man kauft aber auch nicht oft, weil sie sehr ergiebig sind. Also die Farben sind schon trocken, fassen sich aber immer noch ein bisschen klebrig an. Bei mir nicht. Oder hast du sie mit Lösungsmittel verarbeitet? Wobei bei Lösungsmitteln, das geht auch mit der Zeit raus. Hey, das geht schneller, als ich mir gerade gedacht habe. Ich bin hier recht flott unterwegs. Aber wir können hier über alles quatschen, was ihr so wollt. Ne? Also ist jetzt wie ein Werkstattgeflüster, würde ich hier fast behaupten. Wenn ich hier eine halbe Stunde einmal im Kreis male, stellt mir irgendwelche Fragen. Oder lasst uns über irgendwelche Themen quatschen, die lustig oder interessant sind. Dann geht die Zeit schneller vorbei und wir haben ein bisschen Spaß. Jetzt würden die Schuppen am Griff in Lederfarben besser rauskommen durch das Kupfer. Karl, vielleicht hast du recht. Vielleicht entscheide ich das, sobald ich hier einmal im Kreis gemahlen habe.
Aber ist schon klar, es wäre toll, wenn sich solche Farben im Becher wiederholen. Aber sie sollen einen auch nicht auf die Nerven gehen. Ich fand die Idee jetzt auch ganz cool, dass nur im unteren Bereich dieses Bechers, weil der Schaf alles so metallisch goldig ist oder kupfrig ist, und nach oben hin wird es immer heller. Wenn wir jetzt hier diese ganzen Bereiche noch, weil die passen schon irgendwie auch zusammen. Oder wir machen hier nur die Ränder. So machen wir es. Wir machen eine Alternative und setzen diese zusammen. Ja, ich glaube, das ist auch für dich eine Alternative. Ich bin immer noch dafür, dass die Schuppen glänzen müssen, Drachenschuppen müssen. Das sind, ich weiß, für dich sind es Drachenschuppen. Für jeden Game of Thrones-Fans müssen es eigentlich Drachenschuppen sein, aber es sieht halt einfach auch verdammt nochmal danach aus, als wären es ganz normale Panzerschuppen, die man halt bei einer Rüstung oben hat. Wir haben ja Gott sei Dank hier Farben, die perfekt zum Übermalen sind. Wir können jederzeit, auch nachdem der Schnee oder das Eis da oben dann gemahlen sind oder ist, wieder etwas übermalen. Ich erinnere euch nur an diesen Becher, den wir ja auch schon mal gemalt zusammen, wo wir dann am Schluss beschlossen haben, wir versuchen, diese Rune hier zum Leuchten zu bringen. Hat auch super geklappt. Und am Schluss haben wir halt einfach gemeinsam entschieden, dass jetzt zu machen ist und dass ich das jetzt machen soll. Und dann haben wir halt irgendwie hinbekommen. So. Der Stream reißt ab. Ton ist weg. Die Befestigung der Ketten auch in Kupfer. Die Teile kann ich gerne machen. Ich glaube, die Kamera hier oben, Moment, ich mache das mal ganz kurz, die verändert die Position ständig. So kann ich arbeiten, ja. Gute Idee, die Teile hier auch kupferfarben zu machen. Hui, da muss man aufpassen, dass man nicht auf die Kettenglieder hier malt. Aber jetzt vermeide ich zum Beispiel, in diese Zwischenräume hier reinzumalen. Da ist es schon schwarz, da ist es dunkel und da kommt sowieso kein Licht hin. Warum sollte man es jetzt hier wieder wie eine neue Münze ausmalen? Lebt der Spiegel eigentlich noch, Matthias? Welcher Spiegel? Haben wir jemals irgendwas mit Spiegel gemacht? Ob ich die pinselst du die Innenseite des Bechers noch mit Epoxid aus? Ich habe momentan kein Epoxid hier. Das kann man machen. Dann wird er auch wasserdicht. Man kann auch Resin nehmen, habe ich momentan aber auch nicht hier. Wahrscheinlich wird der Becher aber kein Trinkbecher, weil dann vielleicht auch die obere Kante hier mit Resin abdichten. Resin glänzt, aber ich glaube, das wird eher so ein Schmuckstück, das ich irgendwo in die Ecke stelle, weil er mir gefällt. Hab da jetzt momentan keine Idee, ob ich das machen soll oder nicht. Aber normal, das ist gut, dass du mich daran erinnerst, das kann man gerne auch hier mal kurz erwähnen. Wenn ihr mit PLA druckt oder auch mit anderen Filamentsorten, ist es häufig so, dass die nicht wasserdicht sind. Denn anscheinend haben sie am Anfang, dass sie wasserdicht sind, aber mit der Zeit sickert Flüssigkeit dann in die Poren rein und dann habt ihr leider Gottes entweder sogar einen schimmligen Druck, das habe ich auch schon mal erlebt, dass das Wasser sich in dem Druck drinnen einfach, ja, das nicht mehr gut rauskommt und dann wird schimmlig. Oder ihr habt schlichtweg einfach einen undichten Druck. Und deswegen muss man eben mit Dichtungsmittel rangehen. In dem Fall ist es Resin oder andere Dichtungsmittel. Man kann es theoretisch auch mit Silikon ausfüllen, aber na,
dann mache ich es lieber einmal ein paar Tropfen Resin rein und so lang drehen, bis es cool aussieht. Matthias, wie geht's dem armen Bonsai? Tatsächlich die ersten zwei Wochen nach der Beschneidung ging es ihm erstaunlich schlecht. Jetzt aber hat er, und das ohne Lüge, da mache ich morgen ein Instagram-Video, ich sag's euch, hat er wieder neue Blätter bekommen und sprießt und gedeiht. Also er ist nicht gestorben. Zur Verwunderung von vielen hier im Haushalt. Hauptsächlich Nina. Die dachte, na toll, der Baum ist 2 Minuten im Haus und jetzt ist er schon im Arsch. Nee, wir haben es hinbekommen. YouTube neu gestartet, jetzt geht's, okay. Der gravierte Spiegel, also den ich dir gesendet habe, der hängt da hinten. Da, hinter dem 3D-Drucker an der Wand, da hängt der Spiegel. Ich hatte den ursprünglich da hinten und dann habe ich ihn darüber gemacht, weil ich gehofft habe, dass man ihn besser sieht. Aber das Problem war, da hat er von dieser Lampe immer so einen hellen bekommen. Aber den gibt es auf jeden Fall noch, den Artspiegel. Pure Verzweiflung seitens des Bonsai. Nein, der Bonsai, dem geht's gut. Der musste nur so ein bisschen gemaßregelt werden. Jetzt weiß er, in welche Richtung er wachsen soll, nämlich in diese. Genau. Kann man aus dem Becher noch trinken, wenn man ihn mit Resin oder Epoxidharz abgedichtet hat oder wenn er das wurde? Geh davon aus. Also Resin, ich weiß es nicht. Gibt es hier Leute, die sich mit Resin oder Epoxidharz auskennen? Wenn es ausgetrocknet ist, ist es Lebensmittel echt? Gibt es Giftstoffe ab oder nicht? Das Teil hier zum Beispiel, das ist innen drinnen mit Resin ausgepinselt, aber da passt ja eine komplette Dose perfekt rein und kann man trinken. Also nicht eine Spraydose, sondern halt eine Bierdose zum Beispiel oder eine Cola-Dose. Das ist ein wesentlich größerer Umfang, aber so ein Faxe-Bier würde hier reinpassen, oder? Da, PETG in breiteren Schichten drucken, nicht höhere, also 5 Wandlinien und am Ende ein paar Schichten Klarlack macht auch dicht. Wäre auch eine Möglichkeit. Interessant, okay. Habe ich noch nie ausprobiert. Meines Wissens beides giftig, okay. Lebensmittel echt ist es nicht, aber es gibt Sprühlacke mit Sprühlacke, der speichelfest ist. Man kann auch wahrscheinlich ganz klassischen Kinderlack nehmen, also mit dem man Holzspielzeug von Kindern lackiert. Muss doch auch gehen. Schließt die Poren und ist auf jeden Fall zum Ablecken gedacht. 3D-Druck und Lebensmittel ist ein schwieriges Thema. Hoppla. Kiki meinte den Lack fürs Kinderspielzeug. So. Apropos Lack fürs Kinderspielzeug. Ich möchte jetzt die Steinstruktur noch nicht ausarbeiten. Nein, das nächste, was jetzt hier kommt, wird sein. Ah, genau, ich habe noch die Rahmen hier. Die Umrandungen der einzelnen Schilde. Da braucht man nicht viel Farbe, das dürfte schon reichen. Schauen halt echt viel zu dafür, dass es einfach nur ein bisschen bemalen ist von 3D-Drucken. Aber damit setzen wir so ein paar nette Akzente rein. Und das Ganze wirkt nicht so plump. Wer auch nochmal die Idee hatte, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, Daumen hoch. Damit kann ich gut leben mit dieser Alternative. Ich hoffe, der Stream läuft immer noch einwandfrei oder einigermaßen gut.
Lasst mich bitte nicht vergessen, wir müssen am Schluss noch diesen Grünspan drauf machen. Aber da das ein Mittel ist, wollte ich schon sagen, ein Effekt ist, der sowieso bei allen Objekten erst ganz am Schluss, nachdem alles fertig ist, entsteht, werden wir ihn auch am Schluss erst machen. 150 Zuschauer und nur 178 Likes. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich 150 Zuschauer habe. Das finde ich geil. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Wenn wir dann die Barthaarpinsel vom Schweighofer live produzieren, dann werden wir wieder tausende Zuschauer haben und viel Gelächter und Geläster. Das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe, das mit der Schärfe und der Kamera funktioniert einigermaßen. Ich kann nämlich nicht hinschauen, während ich male, ob das Bild scharf ist oder nicht. Aber ich habe da neuerdings jetzt auch eine Sony-Kamera oben hängen, die ich mir ausgeliehen habe für einen Fotojob. Und die macht an und für sich geile Bilder. Gut, von oben sieht das wunderschön aus. Das finde ich cool. Jetzt nur die Seite machen und dann sind wir durch hier. Ich glaube, ich gehe jetzt an meine Burg weiterbauen. Am Burg Blaustein. Immer noch nicht fertig. Naja, die braucht, glaube ich, auch ein paar Wochen, bis man die fertig hat. So riesig, wie das Teil ist. Geiles Gerät. Ich habe mir jetzt letztens von Bluebricks ist die, glaube ich. Da habe ich mir das Review angesehen. Puh, abartig. Was ein Bausatz. Richtig cool. So, der Wolf oben, der bleibt, wie er ist. Sieht viel besser aus, meint der Kalle. Ja, er wird prunkvoller. Ich hätte ihn so ein bisschen, ja, ich hätte ihn eigentlich ein bisschen rustikaler irgendwie mir vorgestellt. Aber ganz im Ernst, das ist ja jetzt nicht wirklich ein klassischer Stark-Becher, sondern das ist ja irgendwie auch ein Targaryen-Becher, beziehungsweise da ist ja irgendwie alles so ein bisschen drauf. Ne? Da hat einfach einer alles von Game of Thrones da reingehauen. Lannisters sind auch irgendwo vertreten, garantiert. Wollen wir ein bisschen airbrushen? Du machst geile Dinge aus 3D-Druck. Wird Zeit, dass ich mir auch mal so einen Drucker zulege. Gabo, ja? Wäre cool, wenn du das machst. Airbrush. Wir zoomen raus, damit ihr ein bisschen mehr seht. So. Na, ich muss noch leicht trocknen lassen. Wir können mal die Farben hier anmischen. Ich arbeite bei Airbrush jetzt auch mit dunklen Farben ins Helle. Als erstes mal mit so einem leichten Blauton, der, wenn er trocken wird, zu leicht türkis wird. Das ist wichtig bei Airbrush-Farben, dass ihr wisst, das, was man in der Tube hier drinnen sieht, muss am Schluss nicht das sein, was rauskommt. Dann brauche ich, weil ich mich ja eh schon wieder dreckig gemacht habe ohne Ende, Handschuhe. Bisschen Latex schadet nie, aber Airbrushen kann eine Sauerei sein. Der Nachmacher findet das Kupfer geil. Ja, es sind sehr kräftige Farben. Es ist, ist überhaupt eine schöne Farbpalette, was diese Army Painter Farben hier haben. Wirklich cool. Die Vallejo Farben oder Valero Farben sind unverdünnte Farben oder Farben, die man unverdünnt nutzen kann. So. Wie starte ich? Das ist jetzt das große Ding hier. Weit weggehen. Und von oben nach unten leicht bläulich anzuckern. Im Prinzip mache ich genau die gleichen Grad, die ich vorher mit Weiß gemacht habe, jetzt auch mit Blau. Oh, ich stehe auf diese Farbe. Über Silber ein bisschen drüber.
Spätestens jetzt werden sich die meisten denken, Alter, ich brauche eine Airbrush-Pistole. Was ein geiler Scheiß. Ja, ist geil, wirklich. Winter is coming, sage ich nur. So, aber jetzt pustet der natürlich hier mit der Luft rum, keine Frage. Wenn man jetzt schnell ist, kann man hier die Highlights noch mal so ein bisschen runterruppeln. Okay. Sieht mega aus, schreibt man hier. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir haben jetzt hier ein, was heißt, Void Shield Blue. Oder als Alternative hätte ich auch noch ein Horror Blue. Wo bleibt das Horror Blue? Oh, das, ich glaube, ich nehme das Horror Blue. Das muss ordentlich aufgeschüttelt werden. Die Farben sind schon lange nicht mehr genutzt worden. Und das hat leider Gottes den Nachteil, dass ja, die spüren, die sind so cremig und der Bodensatz ist dann eigentlich der, wo die ganzen Pigmente drinnen sind. Beim Schütteln sollten wir uns in die Augen schauen. So. Wir sind mal qualitativ hier mit dem Internet schon so ganz gut unterwegs. Seid ihr zufrieden? Sehen wir uns noch gut? Alles gut? Ich frage mich gerade ernsthaft, warum ein Festivalfoto von mir ein Magazincover verwendet wird, in dem man extra verpasst. Ach so, okay. Seht ihr, was in diesem Pinsel noch, also ihr seht nichts, was in diesem Pinsel noch an Restfarbe von dem Silber drinnen ist? Und den haben wir schon eigentlich relativ gut ausgebürstet. So, jetzt sind wir hier auf Trockenbürsten. Ich mache euch hier ein bisschen näher ran. Näher. Denn wie versprochen war das ja nur die Grundschicht, dieses Blau. Das war fast zu viel. Die tiefen Schatten, die werden jetzt hier mit einem Grau-Weiß ein bisschen highgeleitet. Oder highgeleitet? Ich setze auf jeden Fall Highlights drauf. Um das Ganze hier etwas eisiger hinzubekommen. Ich habe sowas auch noch nie gemalt. Ich probiere das selber nur rum. Aber ich habe mir vorher ein paar Bilder angesehen, wie Modellbauer Eis malen. Und die würden ungefähr mit ähnlichen Techniken arbeiten. Trockenbürsten ist auf jeden Fall hier die sanfteste Technik. Da kommt man relativ schön langsam zum Ergebnis hin. Und hier sind ja überall diese komischen Eiszapfen oder Rinner, die meines Erachtens nach gerne ein bisschen eisig aussehen können. Dann machen wir hier oben noch den Rand, der ist viel zu blau geworden. Technik. Die andere ist gepisst. Also, andere ist angepisst. So, den Drachen da oben, also den Drachen, den Wolf vom Winterfell, oder den Schattenwolf eigentlich, den werden wir auch ein bisschen eisig machen. Und bei dem kommen natürlich, ist jetzt die Schärfe hin, da. Bei dem kommen natürlich hier die Stellen wunderbar raus. Und bei sowas bürste ich von oben nach unten, genau eben mit dieser Technik, wie wir vorher auch gemalt haben. Von oben kommt das Licht, das sind die hellsten Stellen. Und die Pinselstriche schaffen es gar nicht, nach unten reinzukommen. Und dann wird er hier... Oh, das sieht nice aus. Gefällt mir.
ob man am Ende des Tages den ganzen Becher wirklich so bläulich gestalten muss, bleibt natürlich euch überlassen. Auch das Silber hier ist wieder ein bisschen zu stark geworden, aber ich wollte ihn ja so frostig machen. Gut. Mal schauen, was wir hier sonst haben. 1000 Suns Blue. Oh, wäre auch ein geiles Blau. Geh raus hier. So, ich gehe bei Blau gehe ich voll ab. Ich bin voll der Blau-Fetischist. Hier leckt es gerade etwas. Man sollte jetzt eigentlich nicht mit dem Blau, das etwas dunkel ist. Oh, das würde so ein bisschen Türkis abgeben. Nochmal drüber. Okay, wir müssen nochmal highlighten. Ich habe beschlossen, Teile dieser Eiszapfen doch mit so einem leichten Türkiston nochmal hier zu übermalen. Nicht überall, nur so ab und zu. Fetter Scheiß! Hätte ich mir nicht gedacht. So, und jetzt machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen heller. Kommt hier ein bisschen Farbe raus. Ich male nämlich ungern mit einem schon angefärbten Pinsel in eine frische Farbe rein. Da hole ich mir lieber einen frischen Pinsel, werde den nachher nochmal auswaschen. Und der kommt jetzt dann wieder weg. Weil jetzt kann ich diese beiden Farbtöne hier auch so ganz leicht kombinieren, um mir meinen eigenen perfekten Farbton machen. Das ist überhaupt wichtig, wenn ihr mehrere Farbtöne, vielleicht auch von verschiedenen Herstellern nutzt, dann nutzt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, immer ein bisschen Grundfarbe noch dazu zu geben. Ihr habt Blau als Farbton, wunderbar, ist in Ordnung. Dann mischt einfach nochmal eine Prise dazu. Und um Weiß zum Beispiel extrem hell zu bekommen, sollte man sowieso bei der Malerei in das Weiß nochmal einen Schuss Blau reinmachen. Dann wirkt Weiß so, als wäre es vom Himmel angestrahlt. Das hat mir mein Farb- oder mein Malprofessor in meiner Ausbildung mal erzählt. Wirkt Wunder. Man malt so gesehen nie mit 100% schwarz oder 100% weiß. Man mischt immer einen Grundfarbton hier noch mit rein. Diesen Wolf möchte ich hier oben zum Beispiel so leicht angeschneit machen. Dann ist er nur, wird er nur oben hier weiß und nach unten hin wird er wieder bläulich. Andi, mein schön, dass endlich wieder Livestreams kommen. Andi, ich mache die Woche ein, zwei Livestreams. Eigentlich konstant momentan. Das ist. Vielleicht kriegst du nicht alles mit. Es wird halt nicht immer gemahlen. Es wird 3D gedruckt, es wird gebastelt. Alles, was halt so momentan im Hause Schweighofer so ein bisschen ansteht. So, dann toppen wir hier nochmal so ein paar kleine Schneehighlights rein. Sieht so ein bisschen frostig aus. Aber seht ihr diese Technik, wenn man von dunkel ins helle malt, da kann man kaum was falsch machen. Weil wenn man jetzt beim hellen irgendwas verkackt, ja, dann geht man halt einfach nochmal mit dem nächst dunkleren Farbton leicht drüber und versucht so seine Fehler auszubessern. Das klappt wirklich gut. Und wenn man immer diese Technik auch intus hat, dass man versucht, von oben nach unten zu malen. Bei einem so runden Objekt wie diesem hier zum Beispiel funktioniert das tadellos.
So, dann hole ich mit diesem leicht weißlichen Bläu hier, mit dem weißlichen Blau hier noch Winter is coming ein bisschen raus hier. Okay. Und dann haben wir hier noch ein paar Stellen, die können wir leicht highlighten. Beziehungsweise hier. Und jetzt haben wir einen wunderbaren Übergang zu den Kupferteilen, die ich ja leicht bläulich machen wollte oder türkislich. Hier setzen wir auch noch ein paar Highlights rein. Das wird ein kalter Becher, definitiv. Der sieht aus, als kommt aus dem Gefrierfach. Das wird wunderbar. Hab die Glocke aktiviert, meint der Andi. Okay, wunderbar. Wo bekommt man die Daten für den Krug her? Unterhalb verlinkt. Falls sie nicht verlinkt sind, werde ich es noch machen. Nein, die sind verlinkt. Ich habe sie unterhalb verlinkt. Sie sind kostenlos, sind auch Thinkgivers zu bekommen. So. Ich möchte noch ein bisschen was mit Blau probieren. Ich habe hier so schöne Blautöne. Wie viel Stunden sind wir denn schon unterwegs? 1 Stunde 20, das geht. Und immer noch 150. Oh, schau, jetzt haben wir einen guten Schnitt. 150 Leute und 100 Likes. Danke. Beziehungsweise, ich könnte auch mit der Kontrastfarbe versuchen, hier noch ein bisschen zu arbeiten. Ich muss mal kurz testen, bevor ich jetzt hier irgendwas mit euch hier großartig probiere oder mache. Was möchte ich euch zeigen? Dieser Farbton hier ist ein türkiser Farbton, der leicht wässrig ist. Man sieht es auf meiner Haut. Ja? Man kann den in mehreren Schichten wird er ziemlich türkis. Wenn er aber leicht verschwommen ist, wird er so leicht, also er ist leicht transparent, sagen wir es mal so. Und manche Metallstücke kann man damit, werde scharf, hier leicht anmalen, ein bisschen abtupfen und dadurch würden sie so einen leichten, bläulichen, türkisen Stich bekommen. Aber ganz im Ernst, ich glaube, das ist too much. Das hätten wir wahrscheinlich auch hätten wir ein bisschen früher machen müssen. Was jetzt aber auch der Fall ist, wir haben sehr, sehr viele Schichten jetzt über unser Silber bzw. über unser Kupfer drüber. Und es spricht nichts dagegen, den Pinsel jetzt mal auszuwaschen und nochmal Highlights drüber zu setzen und ein finales Trockenbürsten darüber zu machen. Aber hey, ich bin ja voll der vergessliche Typ hier. Bevor wir hier trocken bürsten, sollten wir natürlich hier noch mit einer ganz anderen Technik rangehen. Und zwar mit welcher? Wir machen mit, na, wo haben wir denn die Farben hier? Mit Washes arbeiten wir jetzt hier noch ein bisschen. Ich habe aber irgendwie keine gute Wash hier. Muss ich nochmal suchen. Washes sind Farben, die sich in die Sicken reinlegen, in die Tiefen. Und dem Ganzen noch mehr Struktur geben. Und ich glaube, wir werden einfach mit einer dunklen Schwarzwash nochmal drüber arbeiten. Das sieht am Anfang katastrophal aus. Ich hole sie kurz. Aber dann kriegen wir diese Steinstruktur besser raus. Das könnte gut, guter Effekt sein. Ich könnte mir den Wolf auch dunkelgrau mit weiß-blauen Akzenten vorstellen. Vielleicht hole ich ihn jetzt einfach auch nicht mit dem Stein raus, sondern lass ihn so, wie er ist. Der Link ist im ersten Absatz der Beschreibung. Danke, Maverick. Genau so. Ich muss kurz meine Washes suchen. Ihr könnt Washes auch selbst machen. Ist nur ein bisschen Arbeit. Für Modellbau zum Beispiel macht man die Washes selber. Da nutzt ihr Farben, die zum Beispiel so ein bisschen, am besten geht Tinte. Ja, ihr nehmt Tinte, Wasser, mischt einen Farbton zusammen, tut ein bisschen Spülmittel rein und dann habt ihr an und für sich schon die Basis für eine Wash. Und die Wash funktioniert so.
Es tut mir leid, wenn viele Leute vielleicht das schon gesehen haben. Ich zeige das ja nicht zum ersten Mal. Aber ich erkläre das immer wieder gerne, weil es gibt immer Leute, die das vielleicht doch hier zum ersten Mal mit dabei sind. Die sehen das dann. So, nur zum Vergleich. Ich male den Becher jetzt relativ dunkel an. Tippe jetzt hier die meisten Sachen weg. Und in diesen Rissen, die hier entstanden sind beim Drucken, dort sammelt sich jetzt diese Wash. Also das sind Risse, die der Designer ursprünglich hier ja auch überall drinnen hatte. Die sind bei meinem 3D-Druck jetzt nicht so perfekt ausgearbeitet. Wenn ihr das Ganze mit Resin zum Beispiel druckt, würdet ihr das viel besser sehen. Aber ich kann hier durchaus nochmal so ein bisschen eine Erhebung machen zwischen den Ketten und allen anderen Teilen hier im Bild, in dem Krug. Vergesst mir aber nicht, nachdem ihr aufgetragen habt, hier leicht die Worte mal zu dupfen, dass sie nicht zu extrem wirkt. Das ist jetzt eine sehr schwarze Wash. Der Markus ist weg. Markus, mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielleicht schaust du später nochmal rein oder schaust du die Aufzeichnung an, falls es dich noch interessiert. Washes brauchen auch verhältnismäßig länger zu trocknen als andere Farben. Das muss man auch beachten. Man kann sie zwar mit dem Föhn trocken föhnen, dann verlieren sie aber den Effekt. Denn jetzt ist es so, dass der Becher zwar mit Wash nass ist, wenn ich ihn jetzt aber gerade hinstelle, zickt diese Wash nach unten und wird genau in diese Stelle wieder reinlegen, in der ich eigentlich die Wash drinnen haben möchte. Dann mache ich das gleiche noch bei Winter is Coming und bei dem Wolf. Achtet darauf, dass ihr einen ganz, ganz frischen Pinsel habt. Denn die Wash löst sämtliche Farbe, die ursprünglich im Pinsel drinnen war, was zu katastrophalen Farbverläufen führt, wenn da jetzt ein bisschen blau im Pinsel war. Mischt ihr da richtig hässlich die Farbe rein. Und Leute, wir haben 160 Leute, die gerade zusehen. Und 113 Likes. Echt geil. Voll cool. Das freut mich heute extrem. Schön, dass wir nicht aufgegeben haben, sondern den Stream wirklich um 19 Uhr nochmal versucht haben zu starten. Und keine Angst, das, was jetzt aussieht, als würde ich alles wieder zerstören, was vorher gemacht wurde, kommt am Schluss wieder so raus, wie man es braucht. Versprochen. Er wird immer schicker. Gut. Man muss sich bei Thinkgivers anmelden? Muss man eigentlich, glaube ich, nicht, oder? Oder muss man das machen? Habe ich das mal jemals gemacht? Also du musst da nichts zahlen, gar nichts. Vielleicht wollen die dir einfach nur einen... Aber du brauchst, glaube ich, ein Konto. Das ist das Einzige. Clear findet das cool und kann morgen die Veranstaltung genießen. Deswegen haben wir es gemacht, Clear. Nur deswegen. So. Trockener Pinsel. Wir haben hier noch ein bisschen Silber. Gut auftragen auf dem Pinsel. Und jetzt hier die letzten Highlights über das Logo. Damit kommen diese ganzen Pünktchen hier nochmal raus. Dann die Kette. Wird ein bisschen schwieriger mit diesem Pinsel, aber das geht auch. Weil durch das Airbrush, das wir vorher gemacht haben, haben wir hier teilweise jetzt richtig blaue Kettenglieder. Das sieht zwar auf den Fernen cool aus, aber wenn es jemand auf die Nähe ansieht, könnte man ihm mit diesem kleinen Highlight dann doch wieder das Gefühl vermitteln, dass die Kette andersfarbig ist, dass sie eben bläulich ist und ein bisschen Silber durchscheint. Auch hier oben hoch ab und zu mal ein kleines Highlight setzen. So, das Logo habe ich gemacht, das habe ich noch nicht gemacht. Hey, was ist jetzt los? Okay. Akku ist erschöpft. Blöd. Aber gar so viel haben wir nicht mehr, was ich zeigen muss.
Oder wisst ihr was? Ich tausche den kurz. Ich habe nämlich einen neuen Akku drüben liegen. Gebt mir 20 Sekunden, dann bin ich wieder da, okay? Kaum kommt Salz. Salzi ist da. Salzi, wart kurz, dann zeige ich dir den Becher in Perfektion. Wir können den aber jetzt schon mal so ein bisschen im Vergleich zum alten Becher zeigen. Bin schon wieder hier. Hat eh erstaunlich lang gehalten. 1,5 Stunden Livestream mit so einem Akku, finde ich nicht schlecht. Läuft wieder? Nee, noch nicht. Nochmal restarten. Ich lese gleich, was ihr so schreibt, Leute. Jetzt momentan Technikprobleme hier im Hause Schweighofer. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hin müssen. So, erstmal nochmal Salzi, grüß dich. Schaut schon sehr gut aus. Das Karma hat heute was gegen Matthias. Wir sind hier im vierten Streamversuch, stimmt ja. Okay, gut. So sehen wir momentan aus. Ich muss dazu sagen, ich sehe es im Stream etwas heller. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier extrem ausleuchte. Bei mir wirkt er noch ein bisschen dunkler. Jetzt kommt der Grünspan und dann können wir uns eigentlich entscheiden, ob wir sonst irgendwas noch machen müssen oder wollen. Der Grünspan selbst, den hatte ich hier. Also das ist ein Oxidat, eine Oxidatfarbe eigentlich. Die sieht etwas eigenartig aus, ist auch eine ganz dünne Farbe. Und da möchte ich jetzt nur ein paar Stellen mal probieren, ob man da zum guten Resultat kommt. Die ist sehr dünn. Oh, das ist aber genau der Farbton, den ich brauche. Das machen wir mit Trockenbürsten. Und auch nicht alle Stellen, sondern nur so ein paar. Eigentlich ist es nichts anderes als die Komplementärfarbe zu Gold oder zu diesem Kupferton. Und deswegen passt das auch so gut. Mega. Silber hat sowas ja nicht. Das hat ja eigentlich nur Kupfer hat solche so ein Grünspan. Man sieht das ja auch auf Kirchendächern und so. Tut mir leid, dass wenn ich hier so male, wird meine Hand scharf. Ich möchte aber natürlich, dass ihr das seht, was ich scharf male. Und ursprünglich hatten wir das Kupferteil, also das richtig kupfrig gemacht. Jetzt ist es dann blau geworden, ein bisschen was von Silber hat es noch mitbekommen und jetzt sogar noch ein bisschen Grünspan. Aber am Ende des Tages. Manche Stellen kann man ja wirklich ein bisschen intensiver auch mal ausprobieren. Geile Scheiße. Bros. Was sagt ihr? Was muss noch? Was fehlt noch? Was glaubt ihr, könnte man bei so einer Bemalung, bei so einem Becher noch machen. Ich möchte hier die einzelnen Bereiche gar nicht ausarbeiten. Das ist für mich wie so ein Stempel drauf, so wie hier auch.
Wir haben zwar hier auch teilweise diese Kupferumrandungen gemacht, aber ich würde das gar nicht hier, ich würde das hier nicht reinmachen wollen. Aber mal schauen, was ihr so schreibt. Salzkreis meint ein bisschen Rost. Bester Grünspan, bestes Beispiel für Grünspan ist die Freiheitsstatue. So ist es. Altern, ein paar Gebrauchsspuren. Die Nieten auf dem Schild in Kupfer. Als wäre sie. Du meinst hier. Diese Rundnieten, dass die mit Kupfer reingeschlagen worden sind. Sagt ihr Leute, also gibt es sonst noch irgendjemand, der das cool findet? Die Nasen, die runterlaufen, die hier und die Ketten mehr betonen. Steinmoos. Ich hätte Moos hier. Man könnte ihn begrünen. Hey, seht ihr? Weniger ist mehr. Wisst ihr, was wir machen? Wir probieren es einfach. Probieren geht über Studieren. Ich bin ein mutiger Mensch. Und ganz im Ernst, es ist eigentlich keine Tragödie, wenn das jetzt hier nicht cool aussieht, dann malen wir halt nochmal Silber drüber. So einfach sind wir hier. Und beim letzten Mal, ich sage nur, hatten auch manche die Idee, man könnte den Becher hier bläulich machen in der Mitte und dann am Schluss sah es geil aus. Und ich war eigentlich voll dagegen, voll in die Farbe reingefahren hier. So. Und ich habe gelernt, jetzt kann ich voll schleimen, auf weibliche Intuitionen zu vertrauen. Ich würde gleich mal sagen, ja, dann machen wir schwarz und passt schon. Aber manchmal haben Frauen da ein besseres Gespür dafür. So, Schleimmodus off. Wir werden gleich alle gemeinsam feststellen, ob Kiki eine gute Idee hatte mit diesen Nieten oder nicht. Außerdem geht es relativ rasant. Was sagt ihr? Gut oder nicht gut? Umfrage wird gestartet. Einfach Ja klicken für Nieten, Gold, Silber, nein, Kupfer oder Nein klicken, wenn es scheiße war. Wird gleich scharf. Begrünen, kommt da jetzt ein Bonsai rein. Seht ihr? Die Statistik sagt schon mal 74% ja. Die Anta rutscht gleich aus hier, weil dir das so gefällt hier, oder wie? 73% sagen ja. Leute, ich glaube, ich komme nicht drum rum, die andere Seite auch noch zu machen. Es sind diese kleinen Akzente, die das Ganze hier interessant machen. Wir sind wieder 74%. Ich zeige es euch gleich, aber ich denke mal, Kiki hatte recht. Macht dem Ganzen kein Abtun, keine Frage. Und ich werde auch, glaube ich, nochmal mit Weiß oben hier den Schnee ein bisschen highlighten. Ganz im Ernst, eigentlich sollte man sich das ganze Objekt hier am nächsten Tag im Tageslicht mal ansehen. Weil jetzt hier im Kunstlicht, ich habe im Hintergrund das blaue Licht leuchten, kann es schon passieren, dass man hier so ein bisschen verfälschte Farben bekommt und am Schluss dann dasteht und sagt, warum habe ich das so komisch bemalt? Der arme Bonsai fängt gleich zu blühen an, vor lauter Angst. Also wegen dem Schleimen. Ja, Anta, ich kann schleimen. Alles, was Metall ist, anrosten lassen.
Silber rostet zwar nicht, aber mit Rost wird es dunkler. Hast du etwa keine Tageslichtröhren herumhängen? Nein, nein, habe ich wirklich nicht. Ich kann hier Tageslicht simulieren. So, Rost. Rost malen ist immer so eine Geschichte. Rost richtig rosten lassen, da bin ich ja schon Weltmeister. Aber Rost malen, ich habe eine Farbe, die eigentlich für Rost ganz gut geeignet ist. Ich muss sie nur kurz suchen. Komischerweise, die habe ich sofort gefunden, aber es gibt irgendwie noch zwei andere, die auch ganz geil ist. Wie lange dauert der Druck? Der hat gut 30 Stunden gebraucht, in meinem Fall. Der andere, der hat mehr gebraucht. Lustigerweise, der ist nur einen Zentimeter höher. Aber er hat fast 4 Stunden länger gedruckt für den Zentimeter, weil der hat unten ja dieses komische Muster noch drinnen und der ist einfach nur flach. So. Da muss ich jetzt selbst testen. Ich habe bei Rost immer so ein bisschen mein Problem. Weil Rost kann ziemlich schnell hässlich aussehen. Seht ihr diese orange Farbe? Man glaubt es kaum, aber das simuliert extrem guten Rost. Wenn die Farbe trocken wird, wird sie dunkler. Und ich glaube nein. Und zwar deswegen glaube ich nein, weil das Rost am Ende des Tages wie Kupfer aussieht und nicht so cool rüberkommen wird. Da bin ich lieber dabei und sage, okay, wir könnten diese Stellen noch mal ein bisschen highlighten mit Silber, dass sie noch mal ein bisschen weiter rauskommen, weil sie doch relativ blau sind. Auch wenn der ganze Becher ja an und für sich das Thema Eis durchaus drinnen hat. Gott sei Dank musste ich kein Feuer und Eis machen, weil Feuer malen, da wüsste ich selbst noch nicht. Das ist eine richtig schwierige Technik. Der André meint, sehr flüssige Wash nur punktuell an den Kanten und Ritzen nutzen, also reinlaufen lassen. Das hebt die Kanten mehr hervor und gibt mehr Tiefe. Klar, aber will ich das? Das muss mir nämlich auch gefallen. Und ich habe irgendwie jetzt momentan voll Bock auf den Becher. Ganz ehrlich, ich würde ihn fast so lassen. Nächste Becher wird dann Feuer. Naja, man kann dieses Thema natürlich schon von unten nach oben. Unten macht man ihn glühend rot, lavamäßig, und nach oben hin wird er vereist. Oder eine Seite ist geschmolzenes Lava und andere Seite ist Eis. Da kann man auch viel machen. Mit Pigmenten kann man auch gute Effekte erzielen. Die habe ich nicht da. Also ich weiß, dir gefällt es jetzt nicht so. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin eigentlich ziemlich geflasht. Versuche das Eis hier oben noch ein bisschen eisiger zu machen. Dann gehe ich auch noch mal ganz leicht hier über die Nieten drüber, dass sie schon auch noch mal so einen dezenten Silberlook bekommen. Die sind jetzt halt noch komplett ohne Highlights bzw. Wash. Wenn ich da jetzt aber leicht Trockenbürste darüber, dann mischen die sich wieder so ganz dezent in den Becher rein.
Und jetzt laust mich durch der Affe, aber der Schweighofer beschließt, dass es hier wahrscheinlich viel zu hell ist und ihr dementsprechend das schlecht seht. Ich aber an dem Becher wenig bis gar nichts mehr ändern würde. Ich finde den einfach nur gelungen. Gibt es noch wirklich krasse Wünsche, wo ihr sagt, das muss unbedingt gemacht werden? Oder sind das eigentlich auch nur Augenauswischereien? Ne? Kriege ich denn irgendwo hier schön hin? Benötigt man unbedingt Stützstrukturen für den Druck? Hängt von deinem Lüfter ab, aber die Kette ohne Stützstrukturen, viel Spaß, die fliegt nämlich hier in der Luft. Ja, also ich habe ihn bis hierher, bis zur Hälfte nach unten hin mit Stützstrukturen gemacht, ja. Ich würde es zwischen den Nieten mit der Wash dunkler machen, aber ist Geschmackssache. Hier drinnen nur eine Wash rein. Das kann man gerne probieren. Ich habe hier momentan keine Halterung, keine gute. So, passender Pinsel hier. Hast schon recht, da kriegen wir noch mal eine Dreidimensionalität rein. Vielleicht ist es auch nur Augenauswischerei, aber am Ende des Tages wissen wir dann, dass wir das gemacht haben und dass es gut aussieht. Und nur deswegen gut aussieht, okay? Ausgemacht. Aber dadurch hebt sich natürlich dieser Vordergrund vom Hintergrund extrem gut ab, da hast du recht. Glaub mir, die Nieten, die sehen nur deswegen so schlimm aus, weil sie gerade noch frisch bemalt sind und angeleuchtet sind. Ich finde es cool. Auf dem Schild über dem Wolfskopf ist doch noch irgendwie eine blaue Schicht, oder? Ja, das ist das, was mir gefällt. Ist irgendwie das, was mir gefällt, so wollte ich sagen. Ihr würdet jetzt alle noch viel wilder über die ganze Sache drüber gehen, aber ich habe so ein bisschen keinen Bock, das Ganze kaputt zu malen. Sensationell. So. Jetzt muss man nur aufpassen, dass die Wash einem nicht verläuft. Oh, hier saugt sie ganz gut. Das liegt auch im Untergrund. Der saugt ordentlich was. Und damit würde ich sagen, habe ich meinen Game of Thrones Trinkbecher recht gut hinbekommen. Sorry, mir gefällt die Kamera hier nicht, deswegen zeige ich es lieber nochmal in der. Wir sind meines Erachtens nach eigentlich durch. Ich stehe auf Blau, so ist es. Wie hast du den flachen Boden hinbekommen ohne das Logo? Da kannst du bei Kura ja die X, Y und Z Achse anwählen und verschieben. So wie kannst du den Becher auf deinem Druckbett hin und her schieben, wo du halt ihn drucken möchtest. Du kannst aber auch die Z Achse, die blaue Achse, einfach nach unten in das Druckbett reindrücken. Und dann habe ich ihn so weit reingedrückt, bis man von unten eben dieses Logo nicht mehr gesehen hat. Da brauchst du kein Fusion oder keine Ahnung, andere 3D-Programme. Das kannst du in Kura machen. Sieht geil aus, sagt der Kalle. So, ich bin jetzt eigentlich ziemlich durch. Müde, habe nicht keinen Bock mehr, sondern bin einfach der Meinung, ich sollte den bis morgen jetzt ruhen lassen, um dann mal zu sehen, ob noch ein paar Sachen zu viel waren. Ja, vielleicht ist das Blau hier zu viel. Ja, vielleicht muss dieser Kopf hier auch silbrig sein. Kann auch sein, dass das vielleicht gut aussieht, wenn der Wolf hier, der rauskommt, richtig metallisch ist. Ich habe euch ein paar Techniken gezeigt. Ich bin erstaunt, dass es so gut geworden ist. Habe ich mir vorher nicht gedacht. Vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks und Ideen eurerseits. Übrigens, das war das Nietenergebnis, das ich vergessen habe, hier in der Umfrage nochmal zu posten.
75% oder 72% haben mit Ja wegen der Niete abgestimmt. Schon mal mit Cura 5X gedruckt, oder? Ich drucke mit der neuesten Version. Jetzt läuft der Stream so toll. Ja, ich sollte echt später streamen. Also ich muss mir merken, gegen 19 und 20 Uhr ist es wahrscheinlich am allerbesten. Da sind viele zu Hause, können ein bisschen zuschauen, können vielleicht mitbasteln und mitarbeiten. Finde ich auf jeden Fall cool. Leute, vielen Dank, wenn ihr zugesehen habt. Vielen Dank, wenn ihr in Zukunft zuseht. Dann könnt ihr auch den Kanal abonnieren oder beziehungsweise dann im Anhang diese Videos hier liken, die jetzt gerade aufpoppen. Und für alle anderen sei gesagt, vielleicht sehen wir uns diese Woche noch, eher am Wochenende. Peace, Love and 3D-Druck, Bemalung, schweig ober. Danke fürs Liken dieses Videos. Nee, ich bleibe noch bis 130 Likes. 128 haben wir. Da gibt es bestimmt noch zwei, die noch nicht geliked haben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, oder? 129? 131. Ich bin raus. Macht es gut. Danke, Leute. Es war mega mit euch heute. Tschüss.